können sich im Herzohr, insbesondere im linken Herzohr, Blutgerinnsel bilden beim Vorhofflimmern. Es kommt zu einem Stillstand des Blutflusses in diesem kleinen Herzohr. Es bilden sich Gerinnsel, die können dann in das Herz eingeschwemmt werden und wandern dann zum Gehirn und führen zu einem Schlaganfall. Die konventionelle Behandlung ist eigentlich die Blutverdünnung mittels Medikamenten. Es gibt aber Patienten, die unter Einnahme dieser Medikamente ständig Blutungskomplikationen haben. Magen-Darm-Trakt, schlimmstenfalls sogar im Gehirn. Bei diesen Patienten muss dann das Vorhofohr verschlossen werden. Standardpraxis ist heutzutage der Verschluss von innen, also Katheter geführt über die Leiste, wird ein sogenannter Stöpsel, den gibt es in diversen Ausführungen, in das linke Vorhofohr gesteckt und ist im Herzen und verschließt das Herzohr von innen. Ein neues Verfahren ist, dass wir das Herzohr von außen verschließen. Und zwar am schlagenden Herzen und das auch noch kamerageführt mit drei kleinen 5 mm weiten Schnitten, die wir im zweiten, vierten und sechsten Rippenraum einführen. Das heißt, mit Hilfe der Kamerachirurgie kann ich dann mit Hilfe einer Klammer das Herzohr bis tief an die Basis, bis tief nach unten verschließen. Das heißt, ich habe keinen Fremdkörper im Herzen, dieser muss nicht einheilen. An diesem Fremdkörper können ebenso keine Gerinnsel entstehen. Von dem Tag der Implantation dieses am Außen des Herzens befindlichen Körpers kann ich meine Medikation, die das Blut verdünnt, absetzen.